Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hellblade: Senua's Sacrifice und für mich wieder eine neue Aufnahmesession. Ich bin voller Tatendrang, ich glaube, heute beenden wir das Spiel. Also vielleicht nicht in dieser Folge, aber ich denke, wir nähern uns so allmählich dem Ende, denn wir haben in den letzten Folgen alle Rätsel abgeschlossen von Valravn. Wir haben sozusagen die letzte Tür geöffnet, endgültig geöffnet, und damit sollten wir jetzt das Haupttor öffnen können. Und ich glaube fast, dass da die schlimmste Prüfung auf uns wartet. Sah das hier nicht anders aus mal? Gehe ich in die falsche Richtung? Gehe ich in die falsche Richtung? Eigentlich nicht, oder? Sah das hier nicht mal total anders aus? Oder kommt mir das gerade nur so vor, weil es auf einmal schön Wetter ist und irgendwo total fröhlich aussieht? So könnte man fast meinen, es wäre irgend so ein, naja, Walking-Simulator. Ein schönes Spiel zum Nachdenken. Gut, es ist irgendwo zum Nachdenken. War einfach nur ein schönes Spiel, das man genießt, wo man sich die Landschaft genau angucken kann. Doch eigentlich ist Hellblade was ganz anderes. Es wird gespeichert. Oh je. Ja, das Tor ist jetzt nicht mehr rot. With the mark of Valravn and the mark of Surt, you may cross the bridge over the river of knives to Helheim. Okay, wir können jetzt direkt über die Brücke gehen. Das dachte ich nicht, dass das direkt, also dass dahinter direkt die Brücke ist, die wir ganz am Anfang schon gesehen haben. Aber scheinbar. Wir müssen es öffnen. Und es ist dunkel. There is no one here but me. Not you. Did you think that I would let you go? That you lost me back in the wilds? Oh. I will never let you go. You can't get rid of me. I am your shadow. And I will be watching when you draw your last dying gasp. I'm not ready to die. You will be when you see what they did to your dear beloved. They came through stormy black seas. They raided these shores. Do you still hear his screams? And now that you're home, he's so far away. They've taken his soul. These gods you cannot pray. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through his darkness you will find him. In your sword still beats a heart. You fought for love unspoiled by your darkness within. You fought for your dreams. Now there's no way to win.
In the head of his corpse lies the seat of his soul. So you must carry his vessel to bring him back home. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through this darkness you will find him. In your sword still beats a heart. Ooh. Arme Senua. Arme Dillion. The darkness touched you. Everyone could see it in the hollows of your eyes. A gaze averted from life. You ran from it but brought it nearer. Led it to him. An endless suffering worse than death. And you wanted to surrender, abandoned to find peace with the gods. No. The darkness won't allow it. So you will walk into the lair of the beast. Look it in the eye, and you will go to war. This is your mission. This is your quest. There is nothing else left. Oh. Oh je, ich soll jetzt einfach wieder weitergehen nach den Bildern, die wir gerade gesehen haben. Und die Stimmung, die hier gerade ist. Was haben die Dillion angetan? Wer ist zu sowas imstande? Und was meinte die Stimme mit, es wäre alles ihre Schuld? Ist es wirklich ihre Schuld? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Haben sie das jetzt einfach nur versucht einzureden? Hallo? Oh Gott, kann ich die Steuerung noch? Ich hoffe. Na, komm her. Na? The gods made you a warrior for a reason. It's your calling. Oh, die Musik. Oh, der eine freut sich schon. Und das Spiegel leuchtet. Der eine ist gut angeschlagen. Wow, das war knapp. Wir haben damit sicher gleich wieder ein fetter Schildträger, oder? The only one that makes any sense. Tja, weil wir offensichtlich irgendetwas abschließen müssen, deswegen leiden wir an der Vergangenheit. Wir müssen es erst abschließen und dann können wir was Neues anfangen, sofern uns das dann überhaupt noch möglich ist. Da ist tatsächlich noch einer. Und es ist ein Schildträger, natürlich. Versuch den Schildträger auch gleichzeitig ein bisschen im Auge zu behalten. Ja. Okay, gut. Huh. Komm her! Au! Au! Na? Au! Nein, sie sollen nicht gewinnen. Nein, steh auf, Senua. Steh auf, steh auf, steh auf.
finish this! End it now! You finished it! Oh. Puh, ich hasse diese Schildkämpfer, wirklich. Da bin ich immer froh, wenn die tot sind. Oh. Die Musik wird wieder ruhiger. Das also ist Helheim. Das also ist das wahrscheinlich das Ende unserer Reise. Lauter versunkene Schiffe und da hinten ist auch irgendwie ein abgebranntes Haus. Das Meer ist aufgewühlt. Es ist nicht mehr schön Wetter. Überall gestrandete Schiffe. Können wir uns das Schild nehmen? Ich möchte auch mit einem Schild kämpfen. Die Tür ist offen. Na komm, Senua, das bisschen schaffst du jetzt auch noch. Every gate you open into darkness brings another chance. Au! Was ist er? Wer ist er? Oh je! Senua, steh auf! Senua? Hätte ich etwas machen können? Hätte ich etwas machen können? Oh! Ja, das versuche ich. Sind wir wieder gestorben? Was ist hier los? Also ich darf mich offensichtlich nicht von ihm erwischen lassen, aber... Oh je! Können wir das überhaupt noch? Steh auf! Ich versuche wieder auf die Stimmen zu hören. Er hat eine ganz schöne Reichweite, möchte ich mal sagen. Oh, weg mit uns, weg mit uns! It's nearly over. Finish it. Oh, ich kann ihn. Was? Er ist besiegt? Was? Oh je! Ich wollte blocken! He's stronger than you. Nein, er ist nicht stärker als wir. Das ist er nicht. Es sind drei. Dann sollten wir einen mal ganz schnell loswerden. Blocken! Blocken! Wo ist der andere? Da. Oh, diese Kämpfe. Die machen mich wahnsinnig. Ein Schildkämpfer. Au! Jetzt blockt er nur noch gegen. Bastard. Au. Na auf zu blocken. Take him down. Wen denn? Noch einer? Nein? Ah, das ist furchtbar hier. Das ist furchtbar. Oh, geht's da weiter oder sind wir dahergekommen? Können wir uns hier noch irgendwas angucken oder anhören vielleicht? Nein. Ganz kurz da rüber gucken. Ich muss noch kurz durchatmen. Es wird mit Sicherheit gleich wieder ein Kampf kommen. Und unserem Arm geht's nicht so gut. Ich habe mich gerade erschrocken. Meine Tastaturbeleuchtung ist gerade ausgegangen. Ah. Ich glaube, es geht hier weiter. Oh je.
Wir müssen wieder Symbole finden, richtig? Und da können wir uns was anhören. Da können wir uns was anhören. Ah. Das tun wir auch. However you come to the gold-covered bridge that leads to hell, you may find it guarded by a giantess. She will ask your name. She will ask your lineage. She will ask your business. The Northmen tell of the warrior woman Brynhild, who leapt into fire and rode to hell to join her slain love Sigurd, and is challenged by the giantess. Und wie ist die Geschichte ausgegangen? Ich weiß es nicht. So gut kenne ich die Mythologie leider nicht. Das hätte ich jetzt gerne noch gehört, ob es gut ausgegangen ist. Oh, drei Symbole. Da ist... The journey to Helheim is never a straight one. Each must find their own path. Align yourself to its secrets, and you will find yours. Stimm dich auf seine Geheimnisse ein. Ist das da oben ein Symbol? Müssen wir hierhin überhaupt wieder zurück? Denn hier sind die Symbole komplett verschwunden. Also werden sie wahrscheinlich eher hier sein. Jetzt sagt nicht, dass sie da draußen auf dem Meer sind. Allgemein sind sie gerade verschwunden. Nein, da sind sie wieder, aber da sind alle drei. Oh je, ich darf wieder Symbole finden. Schrecklich. Können wir hier durch die Tür? Wahrscheinlich nicht. Nein, natürlich ist wieder alles zu. Wo sollen wir denn dann unsere drei Symbole finden? Oh, da... Da sind sie gerade aufgetaucht. Ich bin doch so blind, was sowas angeht. Tut mir das doch nicht an. Mensch. Ich gehe vielleicht doch mal wieder in diesen Raum rein. Vielleicht ist es doch hier auch irgendwo. Ich hoffe nur, dass hier sind ja keine Illusionen mehr, oder? Hier sind hoffentlich keine Illusionen mehr. Oh, hier ist X. Hier irgendwo. Ist das X? Wahrscheinlich ist das da richtig ausgerichtet von der anderen Seite. So. Da ist es. Na, komm schon, das ist doch ein X. Okay, das haben wir also. Sonst habe ich noch nirgendwo Runen gesehen, die uns irgendwo hinführen würden. Oh, ach, die Sicht gerade mit dem Meer. Das ist verwirrend. Ich weiß nicht, ob sich jetzt hinten was getan hat. Das ist ja auch immer so eine Sache. Und zurückgehen werden wir ja auf keinen Fall können. Ich probiere es jetzt trotzdem mal kurz. Nein. Die Türen können wir nicht öffnen. Okay. Vielleicht hat sich was getan. Irgendwo. Vielleicht können wir jetzt doch eine Tür öffnen. Oder vielleicht ist hier jetzt irgendwas. Aber hier ist ja auch nichts aufgetaucht. Ich habe gerade Stimmen gehört, die hier Senua gesagt haben. However you come to the gold-covered bridge that leads to hell. Wollte ich nicht. You may find it guarded by a giantess. She will ask your name. Oh, hier geht's runter. She will ask your lineage. She will ask your business. The Northmen tell of the warrior woman Brynhild, who leapt into fire and rode to hell to join her slain love Sigurd, and is challenged by the giantess. Also hinter uns, da will doch keiner lang. Senua, wir drehen wieder um. Da, wo es schön sonnig war. Oh, guck mal, da ist eine Treppe. Wir haben uns gerade eine Treppe gebaut. Ganz easy. Trotzdem möchte ich kurz hier ans Ende gehen. Wobei hier aus so einem Schiffswrack rumzulaufen, das hier irgendwo angespült wurde, ist schon ein bisschen spooky.
Okay, hier sind aber auch keine Runen mehr aufgetaucht, also denke ich, sind wir hier an sich falsch und wir müssen die Treppe hoch. Und wahrscheinlich können wir dann irgendwie die Tür öffnen. Ich weiß doch noch nicht wie. Oder wir kommen dann von der anderen Seite. Das kann auch sein, dass wir hier dann irgendwie runterkommen. Auf jeden Fall, da ist irgendwo das S. Oder das andere Symbol. Nein, es ist das S. Okay, wir müssen es nur entsprechend drehen, dass es zu einem S wird. Das scheint mir gerade... Ach so, wahrscheinlich... Oh, Moment. Das da, wenn man es entsprechend aus dem entsprechenden Winkel guckt. Oh, hier baumeln überall die Käfige mit verbrannten Leichen. Da ist das S. Okay, dann fehlt uns jetzt nur noch eins und das wird wahrscheinlich... Boah, ist das fies. Wo geht's hier hin? Können wir hier auch wieder irgendwas reparieren, fokussieren? Nein? Hier können wir nur auf die stürmische See hinausgucken. Ja, hier sind wir jetzt auf der anderen Seite. Wo wir uns wahrscheinlich wieder was anhören können. Hela possesses large dwelling places in Helheim. Tall are her walls, high are her gates. The name of her dish is hunger. Her knife is famine. On her threshold all will stumble. Her bed is called sick bed, and her bed hangings are called flames of a funeral pyre. Ja, sehr schön. They say she is easy to recognize. Half black. And half the color of flesh. And her face, menacing and grim. Sehr schön. Das sind alles sehr beruhigende Worte. Aber was herstellen konnten... Was herstellen... Was reparieren oder so konnten wir jetzt nicht. Also uns fehlt... immer noch das andere Symbol. Und hier werden wir nicht weiter... Oder hier werden wir nichts weiter machen können. Zumindest flimmert hier auch nichts. So wie die Treppe da vorhin. Und ich sehe auch einfach keine Runen auftauchen. Das macht mich gerade ein bisschen gaga. Was ist denn eigentlich unsere letzte Rune? So ein Fischsymbol. Nenn das jetzt einfach Fischsymbol. Ich kenne die Runenzeichen nicht. Ich weiß nicht, wie sie wirklich heißen. Vielleicht doch noch da oben. Aber das hätten wir ja längst sehen müssen. Und eigentlich sind diese roten Runen, die da rumwuseln, ja nicht so schwer zu sehen. Da kann man weiter hochgehen. Da taucht auch unser Symbol auf und da sind die Runen. Da ist es. Unser letztes Symbol. Wir können runtergehen und wir können die Tür aufmachen und dann wird da wahrscheinlich diese tolle Frau lauern, die er uns gerade beschrieben hat, die sehr freundlich klingt. Also die wird mit Sicherheit erstmal einen Tisch decken und dann werden wir erstmal zusammen essen und Met schlürfen und dann werden wir das Ganze wie zivilisierte Frauen klären. So stelle ich mir das vor. So wird das wahrscheinlich laufen. So. Aber ich mache schon wieder eine ganz kleine Aufnahmepause und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, ciao. And pause.
Wildfire!